Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge den Boss hier vernichtet, ein kleines Blutbad hinterlassen. Aber alles kein Problem, also dafür, dass die Silberkugeln hatten, war es eigentlich gar nicht so schwer. Beziehungsweise, ich glaube, die haben die einfach nicht eingesetzt. Ist das eine Drohne? Neue DJI. Hier haben wir schusssichere Westen und Ausrüstung. Die sind auf jeden Fall gut vorbereitet und das Ding da oben macht mir am meisten Angst. Aber wir sollen zurück zu Dusk, uns mit ihm wieder treffen. Dusk. What the fuck are you doing, Gaul? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. We're out of here as soon as I get back. Warum blinkt die Pflanze? Was haben wir hier? Flaschen. Drücke F zum Nippen an einer Flasche. Fahrrads Zorn wächst jedes Mal, wenn er an einer Flasche nippt. Okay, egal was er trinkt, aber es sah auch aus wie Tobasco. Da würde ich auch zornig werden. Was mit der Pflanze hier? Die hat doch auch geleuchtet. Ich kann sie nicht auswählen. Ich dachte, er beruhigt sich vielleicht wieder, wenn er an einer Pflanze knabbert, aber nein. Na gut, die Wachen müssten ja alle ausgeschalten sein. Nö. Hat anscheinend nicht alle Wachen gleichzeitig gerufen. Schade. Aber schleichen tun wir auf jeden Fall nicht mehr. Ach, wir können zwischen links und rechts wechseln. Hätte ich vor uns gebraucht. In der Situation mit der Armbrust. So viele Armbrustpfeile. Die zerschießen? Aber ich kann die Armbrust gar nicht auswählen gerade. Na gut. Weiß nicht, was es mit den Pflanzenkübeln hier auf sich hat. Jetzt kann ich wieder. Nö. Nehmen wir aber schnell noch den einen Pfeil mit. Nice. Nimmt natürlich alle mit, obwohl wir nur einen verschossen haben. Drücke E zum Sabotieren eines Verstärkungstruppenzugangs. Kasal kann Androns Verstärkungstruppenzugänge sabotieren. Verstärkungstruppen werden kritisch verwundet, wenn ihr Zugang sabotiert wurde. Der Alarm im Büro vom Boss ist angegangen, aber dort antwortet niemand. Wo ist denn dieser Zugang? Da drüben das gelbe Ding, oder? Aber es leuchtet nicht. Den können wir uns erstmal holen hier. Nö, wir müssen noch nicht zornig werden. Einer sieht uns. Der da drüben. Ich wollte halt gern hier. Das ist nämlich der Zugang, aber der sieht uns, ne? Was ist passiert? Bill? Ist das du? Oh, jetzt sind wir ganz stealth. Bitte sieh mich nicht. Das ist natürlich echt geil gelaufen. Cool. Müssen wir mal gucken, wie wir den Rest hier ausschalten. Entweder gar nicht. Wir gehen einfach mal hier durch. Oh shit. Schnelles Drücken und dann? Achso, dann wären wir zornig. Gut, dass hier gerade die Kamera hinguckt. Das habe ich nicht gesehen. Und die sind runtergekommen, okay. Ach Mist, ich wollte eigentlich gar nicht hier so in den offenen Kampf. Aber es ließ sich gerade leider nicht verhindern. Spaß macht's trotzdem. Ich kann einfach gegen die Wand hauen und die fallen um. Ach, wir hätten es eigentlich gleich mal probieren können, die Kameras auszuschalten. Ich hätte wieder in unseren Scannerblick übergehen müssen. Hau ab mit deinem Silberscheiß oder was auch immer.
Zack. Ja, würde ich auch sagen. Das Spiel hat es uns ja zum Glück nicht übel genommen. Hat uns ja auch angeboten, zornig zu werden. Ist halt der schnellere Weg. Kannst du dich ducken? Danke. Ja, verteilt euch erstmal. Wir versuchen es natürlich trotzdem erstmal auf die taktvollere Art und Weise. Das Ding können wir zum Glück hier sabotieren, ohne dass uns jemand sieht. Hä? Och nö. Schnell weg mit dir. Geh da rein. Geht nicht. Mist. Werd zornig, mein Guter. Okay, dann leider doch nicht. Weiß nicht, warum der uns jetzt so schnell gesehen hat. Wahrscheinlich, weil die halt wirklich in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Ah, dann metzeln wir halt alles nieder. Ah. Du Penner. Also die Schildtypen, die haben echt nicht so easy. Nimm den doch. In Richtung. Trotzdem Wahnsinn, wie wenig Wachen zum Boss raufen. Zum Boss laufen. Oh Gott, wir müssen uns heilen. Ja, Wahnsinn, wie wenig zum Boss laufen. Wenn da Alarm auf einmal losgeht. Oh, wir kriegen gerade echt ordentlich Hit. Wir müssen erstmal die hier oben kaputt machen. Ah. Heil dich nochmal bitte. Weiß nicht, ob das kostet immer Zorn, ne? Wir können da nicht unendlich viel machen. Könnten natürlich nochmal hier die Dings verändern, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. Wir müssten auch die Schildtypen leichter zu erledigen sein. Hau ab mit deinem Scheiß. Wir haben doch Aimbot an. Gib's zu. Okay. Das Ding können wir nicht weiter sabotieren. Wir müssen wahrscheinlich wirklich wieder hier rein. Und hier raus. Würden die auch auf einen Wolf schießen? Bestimmt schon, ne? Sagen wir, probieren mal wieder Armbrust. Keiner mitbekommen. Die gucken hier blöd in die Richtung. Frage, wenn ich den jetzt so hole, geht das? Jo. Hat funktioniert. Haben wir hier noch so eine Steuerungszentrale, die wir ausschalten können? Ich glaube nicht. Hier ganz schnell hier rüber bewegen. Der guckt gerade in die andere Richtung. Los, lauf. Wo müssen wir denn hin? Da drüben rein. Oh nein. Den habe ich nicht gesehen. Ja, dann geht's. Oh nein, was denn jetzt? Drück. Das so nicht. Dann müssen wir hier doch mit Gemetzel durch. Man hätte es sicherlich eleganter machen können. Aber wenn wir hier eh einmal entdeckt wurden, was soll's. Bisschen an das Kampfsystem will ich mich natürlich auch gewöhnen, weil es werden sicherlich auch noch schwierigere Kämpfe kommen. Oh Gott. Okay, die mit dem Schild können wir erstmal anrennen. Dann kommen die ein bisschen ins Taumeln. Und dann können wir die besser erledigen. Und dann sind wir wieder der leise Wolf. Kriegen die natürlich in den Nachbarhallen auch gar nicht mit. Da ungefähr in einer Minute 800 Schuss gefallen sind. Nein. Wo denkt ihr hin? Ja, dann treffen wir uns wieder mit Dusk. Und gucken mal. Where are we headed? Tarker's Mill.
Gohar findet heraus, dass Andron, ein globaler Energiekonzert, kurz davor steht, seinen Kern anzugreifen. Nach 5 Jahren im Exil kehrt der Fianna-Krieger aus Sorge um seinen Rudel und seine Tochter Idenna, ich glaube so heißt sie, in sein ehemaliges Zuhause zurück. Unterbricht den Angriff von Feinden mit einem starken Angriff. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel Speicherpunkte setzt. Einfach mittendrin Folgenende machen können. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. What do we do? Stop the truck. Heißt das? My home. Dusk, stay out of this. Wait, call. Wir ein Werwolf sind? Rodko! Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go! Move! Oh. Over there. Aber seine Augenklappe, Binde behält er trotzdem. Ach du Scheiße. Rodko. Das ist doch die Frau von eben, oder? Ach du Scheiße. Rodko. You'll regret that. Hey, cool. Clever boy. Ultra, fall back. Ach, jetzt hauen sie ab, oder was? Fucking silver. Tell me, where's Idenna? Don't worry, Cahal. Your daughter didn't fight this battle. Na, ein Glück. Hoffentlich geht's Rodko gut. Riddled with silver. They'll take days to heal. But things would have been far worse if you hadn't stepped in. I just did what I had to do. Nothing more. I honestly never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Cahal? Über den Angriff reden. I heard that the Cairn was going to be attacked. I was afraid for you. For Idenna. And how did you hear that? I overheard Endrin talking about it on my last job. I may have left Tarker's Mill, but I never turned my back on it. I couldn't just abandon you. You found it easy enough 5 years ago. Your Cairn and your daughter have always needed you. I tried to tell you that. Where is she, Rodko? With Ava. Working undercover at the biggest Indran site in the Pacific Northwest. The best option available to us after the failure of her last mission. Bringt sie natürlich in Gefahr. You let Idenna infiltrate Andrin? My fucking daughter? After what happened with her mother? Your daughter is the best undercover agent I have. We will not win our fight for Gaia without first bringing Andrin down. And with your daughter on the inside, we're closer than ever. She may not fight like we do, but she's every bit as strong. You should respect that. The work she's doing inside Endrin is absolutely vital. More so after what their private fucking army just did to us. I'm afraid her work won't be able to stop Endrin from retaliating against us. Not after our last mission. Wir fragen mal zur Mission. Your last mission? What do you mean? You remember the old abandoned mine not far from here? Endrin bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us.
The woman you saw in the Exo during the attack, she drove us back. Tank girl, you call her. I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms dealer. That's where I learned she was planning an attack on the Cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. And she leads Endrin's troops with about as much grace. Their attack on the Cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time, but it's only a temporary victory. They might return at any moment. And Endrin just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the Cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No. Not until I'm well again. Then we can strike. Oh doch, das werden wir. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get there? Days? Weeks? If they return, the Cairn will fall. Huh. I'll think about it. Go pay your respects to Yuffen and come back to me. Then we'll talk about the mine. Speichern erfolgreich. Knüpfe dich wieder mit dem Cairn an. Oder Kern an. Haben wir gemacht. War natürlich ein ganz schöner Angriff. Wir haben anscheinend auch viele normale menschliche Wesen hier als Aktivisten mit bei uns. Was ist der Sprengstoff, den wir geholt haben? Steht er jetzt schon hier? Keine Ahnung. Ob das weiß, dass wir ein Werwolf sind, weiß ich auch noch nicht. Aber anscheinend sind Menschen und Werwölfe ja doch miteinander befreundet. Kotko hat es natürlich übel erwischt. Zum Glück sind wir angekommen. Haben den ganzen Spaß hier nochmal gerettet. Ich wüsste nicht, ob ich mein Bett direkt hier hinstellen würde. Hätte ich dann doch Angst, dass ich bei einem starken Traum immer zu weit nach rechts rolle. Aber okay. Sind halt Werwölfe, die haben keine Angst. Gucken mal eben, was es hier alles noch Schönes gibt. My son. They killed my son. He's lost a lot of blood. I don't know if he'll make it through the night. Has anyone told his wife yet? She's gone. She bled out just before they shot him. Das tut mir leid für ihn. Ich glaube, die Erste-Hilfe-Kiste wird bei ihm auch nicht mehr benötigt. Haben wir noch ein paar Pfeile? Na gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Was gibt es denn hier? Flaschen. Sehr gut, aber wir haben 3 von 3. Ihr seht es nicht, weil ich bin gerade davor. Hallo. Ich glaube, wir können keine... Können wir noch eine nehmen? Ja, wir sind zumindest voll damit. Ja. Ich hoffe doch sehr, dass es unserer Tochter gut geht. 5 Jahre haben wir sie nicht mehr gesehen. Sie hat sich wahrscheinlich sehr gut weiterentwickelt. Rodko, wir machen keine Fortschritte mit dem Biotreibstoff. Endron hat das exklusive Patent und die Zusammenstellung wird selbst innerhalb des Unternehmens geheim gehalten. Niemand in Adanas Team besitzt irgendwelche Informationen darüber. Wir müssen uns die Daten wohl direkt aus den Laborservern beschaffen, aber das ganze Ding ist ein Hochsicherheitstrakt. Denna kann nicht dorthin, ohne das Risiko einzugehen, entdeckt zu werden. Und ich kann ihr nicht helfen. Wir müssen einen Weg finden, diese Daten in die Finger zu bekommen. Wir kommen bald zum Cairn zurück, um mit ihr darüber zu reden. Ava. This letter must have been sent just before the attack on the Cairn. Ich glaube auch. Na gut, wir sind schon wieder an einem Folgenende angelangt. Daher machen wir jetzt hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge geht's dann weiter und wir gucken mal, was da unten ist. Und ob wir denn bald unsere Tochter wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 16 Uhr. Macht's gut.